Vor knapp 21 Jahren verschwand Peggy Knobloch in Oberfranken. Und damit begann eine lange Suche nach ihren Entführern und Mördern. Sie war damals erst 9 Jahre alt. Der Fall von Peggy ist extrem komplex, weswegen ich in diesem Video nur ganz grob auf ihn eingehen werde. Wenn ihr euch noch gar nicht mit dem Fall beschäftigt habt, schaut gerne auf dem Hauptkanal vorbei. Dort findet ihr eine Zusammenfassung der Geschehnisse und Tatverdächtigen. Klickt dafür jetzt einfach oben rechts auf das Pop-up. Nach einer langen und erschöpfenden Ermittlungsreihe wurden Peggys sterbliche Überreste 3 Jahre nach ihrem Verschwinden, am 2. Juli 2016, in einem Waldstück zwischen Bayern und Thüringen gefunden. Die Ermittlungen wurden danach zwar wieder aufgenommen und es wurden auch DNA-Analysen durchgeführt, wodurch neue Indizien zum Vorschein kamen, aber leider führten diese nicht zu einem Erfolg in dem Fall von Peggy Knobloch. Vielmehr gab es Verwirrung, fälschliche Verknüpfungen zur NSU und ein falsches Geständnis erschwerten die Beweisfindung. Über die Jahre und nach dem Fund gab es einige Verdächtige, aber sie konnten mangels der Beweise bis heute nicht überführt werden. In all diesen Jahren ist die Polizei nach eigenen Angaben 6.400 Hinweisen nachgegangen und hat rund 3.600 Verhöre durchgeführt. Spezialisten haben 250 Gutachten erstellt und die Ermittlungsunterlagen füllen rund 450 Aktenordner. Im Oktober 2020 wurde ihr Fall dann zu einem Cold Case erklärt. Weil die Ermittlungen so lange anhielten, konnte der Leichnam von Peggy nicht freigegeben werden. Schon als sie 2016 gefunden wurde, hätte die Familie sie gerne beerdigt, aber das wurde durch die laufenden Ermittlungen verhindert. Die Beamten kümmerten sich damals um ein besonderes Gefäß für sie und die Familie gab Plüschtiere und andere Geschenke ab, die sie gerne in ihr Grab mitgegeben hätten. Außerdem wurde schon kurz nach ihrem Verschwinden ein Gedenkstein auf dem Friedhof in Nordhalben, Bayern, aufgestellt. Dieses Jahr wäre Peggy 30 Jahre alt geworden. Und zu ihrem Geburtstag gab es letztendlich doch noch friedensstiftende Neuigkeiten in ihrem Fall. Nach 21 Jahren Ermittlungen konnte Peggys Leichnam endlich freigegeben werden. Und sie konnte am 6. April 2022 an einem geheimen Ort beigesetzt werden. Symbolisch wurden nach Angaben der Familie 30 Luftballons in den Himmel steigen gelassen. Die Mutter von Peggy sagte, dass sie sich wünsche, dass nun Ruhe einkehre und ihr der Raum zum Trauern gegeben werde. Ihr besonderer Dank gelte den Mitarbeitern der SOKO 3 für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und dass sie ihr Versprechen eingelöst und Peggy nach Hause gebracht haben. Und damit sind wir schon am Ende des heutigen Videos. Eine etwas glücklichere Nachricht für die Familie in einem unglaublich tragischen Fall. Peggy konnte endlich nach Hause. Sie hat noch keine Gerechtigkeit erfahren, aber ihre Familie hat endlich einen richtigen Ort zum Trauern. Hoffen wir, dass der Täter irgendwann noch gefunden wird und der Fall von Peggy Knobloch noch eine erfolgreiche Wendung nimmt. Falls ihr den neuen Kanal Insolito Crime News noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das tut. Damit helft ihr mir extrem. Auch ein Like und Kommentar helfen sehr, so wird das Video Leuten vorgeschlagen, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.